Hallo, guten Abend. Herzlich willkommen im Museo de la Democracia. Heute haben wir eine spezielle Begegnung mit Eva Christina Meyer. Wir haben diese Veranstaltung Archiv im Archiv benannt, weil wir oder ich vor einiger Zeit mich mit dem NGBK-Archiv ein bisschen beschäftigt habe im Zuge dieses Ausstellungsprojekts Museo de la Democracia. Und mich gefragt habe, wie viele Lateinamerika-bezogene Projekte gab es in der NGBK. Und so bin ich vor allem auf ein Projekt gestoßen, nämlich, was mich sehr interessiert hat. Und das ist dieses Projekt hier, Alltag unvergessen, von 2003. Und Eva Christina Meyer war Teil der Arbeitsgruppe damals. Hallo Eva, sehr schön, dass du da bist, dass wir dich hier haben dürfen in unserem Museum, in unserem Kiosk. Heute haben wir mal die Rollen gewechselt. Letzte Woche war unser Gast hier drin, aber er hat den Kiosk auch besetzt. Und heute bin ich quasi als Gast, habe ich dich als Kioskierer so ein bisschen draußen vor dem Kiosk. Genau, und ich wollte direkt mit einem Bild anfangen. Also wir haben hier erstmal das Bild vom Katalog. Und ungefähr hier, wo wir jetzt sitzen, sieht man hier im Foto eine Konstruktion, eine Hörstation ist das von Veronique Hinsberg. Genau. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Mhm. Ich freue mich, dass ihr euch an dieses Ausstellungsprojekt erinnert habt und dass wir darüber nochmal auch sprechen können. Alltag und Vergessen fand 2003 statt in der NGBK. Genau, diese Hörstation hatte eine Berliner Künstlerin, Veronique Hinsberg, gebaut, um darin Interviews zugänglich zu machen, die Tonya Salomon damals in Argentinien mit Angehörigen von Verschwundenen aufgenommen hatte. Also diese Architektur war auch etwas, was ein anderen Werk quasi beinhaltete. Also es war wie ein Kunstwerk also oder ganze Ausstellung, ein Archiv. Wechselte natürlich zwischen Dokumenten und Kunstwerken. Mhm. Das war auch die Besonderheit der Ausstellung, aber es war auch eine Herausforderung, das auch zu inszenieren. Also der Kontext der Ausstellung waren einmal die argentinische Krise 2003, die Wirtschaftskrise, aber auch Prozesse, die in europäischen Ländern, unter anderem auch in Nürnberg, in Deutschland stattfanden, gegen argentinische Militärs, die man damals noch nicht in Argentinien belangen konnte. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Und uns ging es aber auch um das Spannungsfeld oder die Möglichkeiten der Kunst auch, Bildhaftigkeit zu finden für soziale Auseinandersetzungen, Konflikte. Mhm. Also ich habe mir euer Katalog durchgelesen und die Werke durchgeschaut und ich fand es sehr interessant, dass man auf der einen Seite sehr stark so sehr private und intime Erzählungen, also sehr biografische Positionen, sei es durch deine Fotografien oder durch die Audiogeschichten, also die Audioaufnahmen, oder halt auch hier zum Beispiel in diesem Gespräch von den vier oder fünf Frauen, die ihre Erlebnisse in diesem Folterzentrum. Und dann geht es aber auch sehr stark in so popkulturelle Bezüge, also durch die Arbeit zum Beispiel von Daniel Richter, der einfach so Archivmaterial oder so popkulturelle Materialien dann quasi als Wandgemälde übersetzt. Was hätte ich denn noch? Ich denke, das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern es geht natürlich auch um eine Aneignung und eine Selbstermächtigung, auch der Geschichte, sich der Geschichte zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen und auch nicht zu scheuen, also nicht unbedingt den akademischen Weg einzuschlagen und natürlich diese popkulturelle Konnotation ist vielleicht auch ein bisschen die Herangehensweise der Arbeitsgruppe gewesen, die sich sehr stark auch in so einem subkulturellen Kontext verortet sah. Und das ist eben doch auch ein Statement, dass man diese Auseinandersetzung
nicht der Wissenschaft, nicht den Akademien überlässt und dass die Kunst auch ein wirksames Mittel der Auseinandersetzung ist, ohne jetzt in so eine Schublade von so politischer Kunst im Dienste von politischen Auseinandersetzungen zu fallen. Aber das finde ich auch ganz toll, dass es einfach so eine andere Form von so Zugänglichkeit ermöglicht, dadurch, dass zum Beispiel auch bei den Arbeiten, ich glaube, die ist hier zwar nicht drin, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, da komme ich gleich zurück zu sprechen. Klar, diese Architekturbezüge in Buenos Aires, aber hier El Eternauta, aber vor allem hier, ich weiß nicht, ob man, wahrscheinlich sieht man das nicht so gut in der Kamera, aber das ist, sind zwei Kämpfer, die immer wieder im öffentlichen Raum quasi als Pappausschnitte oder Holz, also wirklich sehr prekäre Konstruktionen, die einfach sehr leicht, also ich finde die Arbeit total toll, weil die einfach schon eine sehr frühe Form von illegale Aneignung im öffentlichen Raum mit einem super einfachen Mittel, aber sehr wirkungsvoll und ich finde das eigentlich toll. Ich finde, das ist einfach überhaupt kein Widerspruch zu sagen, man hat diese popkulturelle Bezüge, es gibt diese sehr intime biografische Geschichte und man erzählt aber so eine ganz große, ganz gewaltvolle Geschichte eigentlich über Diktatur, Folter und das, was danach noch kommt. Also das, was 2001 mit der großen Finanzkrise in Argentinien und ich finde auch total interessant, ich gehe jetzt zwei Schritte zurück. Wir haben natürlich einen riesen Bogen gespannt, das sehe ich auch im Rückblick, das war vielleicht auch teilweise in Überforderung, aber nicht jede Arbeit spricht über alles, sondern es setzt sich auch eben ein Bild zusammen und diese Vielschichtigkeit und auch diese Nicht-Eindeutigkeit ist auch, denke ich, kann dann nicht stärker sein. Und die Recherchen zu dieser Ausstellung damals, wenn ich mich erinnere, das war für uns wirklich eigentlich auch ein Geschenk, weil wir auf eine Gesellschaft getroffen sind oder auch auf eine künstlerische Szene hauptsächlich in Buenos Aires, die zwar also ökonomisch total am Boden lag, aber eine unglaubliche Vitalität auch ausgestrahlt hat für uns. Und auch gerade in diesem Ausdruck, die Arbeit, die du da zitierst von Máquina del Fuego, das war so eine junge Künstlergruppe, es waren drei junge Männer, deren Weg ich jetzt auch nicht weiter verfolgt habe. Ich weiß nicht, was sie heute machen, aber damals war das ein extrem starkes Statement gewesen, wo sie ja auch diese Lucha Libre, dieses sehr lateinamerikanische Format dieses Showkampfs aufgegriffen haben, um ganz spezifisch lokales Phänomen auch zu beschreiben. Aber ich finde auch die Position von Alicia Herrero mit Ellipse und diese besetzte Fabrik, das finde ich auch schon wirklich sehr, also diese Form von Selbstermächtigung durch Frauen, das ist schon, also für Anfang der 2000er schon ziemlich, ziemlich unglaublich. Also finde ich schon sehr visionär, natürlich, wie ihr da rangegangen seid in der Mischung der Elemente und also sehr Das ging gewagt. Damals ja um diese Fabrika Bruckmann, diese Textilfabrik, die besetzt worden ist und die auch dann noch relativ lange weiter produziert hat, selbst organisiert. Damit wurden natürlich ganz viele, auch in Europa, sehr viele so utopische Versprechen mit verbunden, die sich in vielen Fällen nicht eingelöst haben. Aber trotzdem hatte man so das Gefühl, das ist ein historischer Moment und wir können daran teilhaben. Argentinien, Alltag und Verbrechen war ja auch zu der Zeit nicht die einzige Ausstellung, die sich damit beschäftigt hatte. Ah, okay. Es gab ja auch Ex Argentina von Alice Kreischer und Andreas Siegmann, die ein etwas größeres Budget als wir hatten, die auch nicht diese historische Komponente gezeigt haben. Also es gab doch vielleicht ein größeres Interesse als heute an Entwicklung oder auch kulturellen oder künstlerischen Entwicklungen in Argentinien zumindest. Wie kommt ihr denn dazu? Wie war denn die Zusammensetzung eurer Arbeitsgruppe und wie kommt ihr dazu das über Argentinien? Das ist relativ ungewöhnlich gewesen, weil den Impuls, meine ich mich zu erinnern, kam eigentlich von zwei Anwälten, also Wolfgang Kallig und Tonja Salomon, die
diese Angehörigen, deutschstämmigen Angehörigen von Verschwundenen begleitet haben, auf ihrem Weg auch Klagen einzureichen in Deutschland. Mhm. Und darüber haben wir Kontakt zu diesen Hinterbliebenen bekommen. Und ich selber war eine Zeit lang in Buenos Aires, habe dieses Fotoprojekt mit Kindern von Verschwundenen realisiert. Und so fand eins zum anderen. Und dann, diese Krise war eigentlich natürlich überraschend und die war aber dann so dringend, dass man das dann noch erweitert hat dadurch auch. Also genau. Ich kann mich ziemlich genau erinnern, als diese argentinische Krise anfing. Also man hatte vorher das Bild von diesem luxuriösen Buenos Aires und Buenos Aires war für mich als Chilenin quasi, okay, das kann man sich gar nicht leisten, da muss man, es hatte schon so eine Art so von Glamour und so und plötzlich kommt diese Krise und es war für alle so einen ziemlichen Bruch, so, dass einfach diese Welt auch einfach nur so eine konstruierte Fantasie war. Und gleichzeitig, unabhängig von diesem Ausstellungsprojekt, gab es natürlich immer viele Verbindungen nach Buenos Aires. Es gab Musiklabel, die sowohl in Köln als auch in Buenos Aires präsent waren. Es gab auch das Goethe-Institut war ziemlich rege dort. Also ich fühlte mich da und andere Berliner Künstler vielleicht auch sehr zu Hause oder sehr gut aufgehoben und umgekehrt galt das auch. Also man fühlte sich, es hat überhaupt nichts Exotisches gehabt und auch nichts Folkloristisches. Und das finde ich, das gilt ja grundsätzlich auch für eine Auseinandersetzung mit anderen Kontexten. Hattest du schon vorher schon Verbindungen mit Argentinien oder ging es quasi hier mit diesem Projekt los? Nee, ich hatte natürlich schon vorher. Auch Verbindungen, aber das ist nie in eine Ausstellung gemündet. Das war jetzt wirklich, es hatte aber auch tatsächlich so eine Dringlichkeit bekommen, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen diese Ausstellung machen. Ja, das verstehe ich. Also diese gleiche Dringlichkeit spüre ich jetzt aktuell bei uns. Genau. Also es ist nicht unbedingt vergleichbar, aber diese Dringlichkeit heute, also gerade im Falle von diesen Ereignissen auch in Chile, im Rahmen des Referendums und den Protesten ab 2019, das ist natürlich auch so ein Moment, an dem man denkt, man muss das auch Bilder dafür finden vielleicht auch, oder? Ja, oder eine Auseinandersetzung, in welche Form auch immer. Sieht man jetzt auch noch vor ein paar Tagen oder aktuell noch in Kolumbien, was da gerade los ist. Das ist schon sehr interessant, wie aktuell das immer noch ist. Also ich glaube, das hier kann noch weitergehen und vertieft und verändert und transformiert werden. Aber wir hatten ja auch lange telefoniert und ich hatte auch so eine ganz konkrete Frage an dich oder dir herangebracht, also euer Projekt 2003 und danach gab es noch eins, was mit deutschen und kolumbianischen Künstlern stattgefunden hat, tatsächlich Anna Maria Mian, die hier ausstellt, ist auch eine der Arbeitsgruppe gewesen, The Intricate Journey 2007. Und danach, also zwischen und bis jetzt, gab es kein einziges INGBK-Projekt, was einen Lateinamerika-Bezug hat. Das einzige war die Einzelausstellung oder die Retrospektive von Alfredo Jarr. Das aber war was Größeres und ganz Berlin. Und der Bezug konkret zu Chile war, weil es die frühen Arbeiten waren, die in Chile stattgefunden haben. Oder viele von denen. Es gab noch ein paar US, aber ansonsten gibt es, habe ich das Gefühl, sehr wenig Sichtbarkeit von lateinamerikanischen Projekten in Berlin, in Europa. Irre ich mich? Was ja einmalig in Europa ist, das ist das Instituto Iberoamericano. Das ist natürlich in diesem akademischen Kontext. Wirklich hat das die größte Bibliothek und es gibt so einen Wissenschaftsaustausch, aber selbst für mich wirkt es auch deren Diskurse und Veranstaltungen relativ abgekoppelt, auch von der kulturellen Szene.
Es gibt da wenig Synergieeffekte und das, ja, da, das ist vielleicht, da könnte sich sicher noch was ändern. Das sind so. Warte kurz. Arthur, can you close the door? Ah, okay. Sorry. Gut. Ja, Entschuldigung. Und dann denke ich, dass im Falle der NGBK, dass die Satzung oder wie Projekte zustande kommen, dass die Präsenz überhaupt von internationalen oder nicht aus diesem Kontext stammenden Projekten erschwert. Weil man ja seine Arbeitsgruppe, es wird abgestimmt. Und wenn man nicht sein Team irgendwie präsent hat, und das ist im Fall von einer Ausstellung oft nicht der Fall, die sich mit zum Beispiel mit Lateinamerika oder Kunst aus einzelnen Ländern Lateinamerika beschäftigt, nicht vor Ort ist, dann hat man wenig Chancen, auch die notwendigen Stimmen dafür zu bekommen. Mhm. Finde ich problematisch, kann man vielleicht auch noch was dran ändern. Umgekehrt denke ich, also auch die letzte Biennale, die 11., hat eine sehr starke lateinamerikanische Präsenz gehabt. Es gibt immer wieder doch Projekte, aber im Fall der NGBK ist das sicher so. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Obwohl, weiß ich nicht, ich habe irgendwie, also ich bin jetzt Mitglied hier so seit 6, 7 Jahren. Und ich habe das Gefühl, dass es diverser auf jeden Fall geworden ist, dass es so mehr Durchmischung gibt, auch nicht nur die super angekommenen Mitglieder sehr aktiv sind, sondern es gibt auch viel jüngere Mitglieder, sodass ich, also ich will mich jetzt nicht zu den Alten irgendwie zählen, aber schon, also mich freut es sehr, dass es auch neue Stimmen kommen, die, aber ich glaube sehr oft, dass junge oder Künstler, die aus Lateinamerika kommen, es gibt unglaublich viele, es gibt einfach so eine unglaubliche Diaspora, ein Kulturschaffender aus Lateinamerika in Berlin, aber die, vielleicht kennen die so ein bisschen die NGBK, aber engagieren sich nicht oder fühlen sich oder verstehen diese Struktur gar nicht. Und was ich wichtig finde zu verstehen, dass wenn eine Ausstellung sich mit der so jetzt wie in dem Fall des Museo Democratico mit der Realität in Lateinamerika beschäftigt, dass nichts ist, was nicht genügend Anknüpfungspunkte hier hätte. Ich glaube, man kann überhaupt nicht mehr davon sprechen, dass etwas nicht miteinander verbunden ist. Also es gibt natürlich Themenfelder, wo das offensichtlicher ist, wie bei Umwelt- oder Klimathemen oder Problematiken. Das, was woanders passiert, berührt uns auch, oder das, was hier passiert, berührt andere auch. Deswegen, Desinteresse ist meiner Meinung nach überhaupt nicht angebracht, weil sich, das muss man verstehen, es hat alles überall eine Bedeutung auch. Also und im Falle von Lateinamerika, durch diese ganzen Ressourcen, die dort abgebaut werden, die also unmittelbar auch mit den Entwicklungen hier zu tun haben. Ich meine, du hattest es angesprochen, der Amazonas brannte, und das ist also ein ganz deutliches Bild dafür. Das hat mit uns hier auch zu tun. Klar. Man kann das nicht ignorieren. Klar, ja. Und genau, und ich glaube dann, das ist ein super Stichpunkt, um zurück auf die Ausstellung damals, also vor allem die Position von Eduardo Molinari, der, also ich finde diese Art von Arbeit total spannend, weil, wie du schon sagtest, die Mittel von argentinischen Künstlern waren sehr gering. Mhm. Und er hat aber mit seiner Art, und es passt auch wieder zu unserer Veranstaltung, in diesem Archiv, also der NGBK reinzuschauen, dass er sehr viel mit Archive arbeitet und im Moment auch durch sein Archivo Caminante die ganze Sojización, wie das in Argentinien genannt wird, also der Anbau von Soja, also genmanipulierte Soja, arbeitet. Und das Spannende ist, dass quasi der Weg oder der versuchte Weg aus dieser Krise
oder schon ein bisschen vorher der Anbau von genmanipulierte Soja war und das nicht nur in Argentinien, sondern auch in Großteile von Paraguay, Bolivien und Brasilien. Und mit dieser Arbeit macht er dann einfach eine riesige Installation. Dann hier habe ich Principio Potosí 2010, auch einfach eine super Ausstellung. Also ich habe die persönlich nicht gesehen, weil ich erst ein Jahr später nach Berlin kam. Mhm. Und ich habe ewig gebraucht, um diesen Katalog zu finden. Das war wirklich unauffindbar. Den habe ich zum Glück noch auf Spanisch gekriegt. Genau. Also Eduardo Molinari, den haben wir in Buenos Aires getroffen und waren total begeistert von seiner Arbeit. Auch er hat sich ja selber auch so, es hieß ja auch, es war ein fiktives Archiv, was er, also er hat sich auch so eine, eigentlich sich als Person, da, als so eine fiktive Figur, Künstlerfigur eingesetzt. Der hat dann auch bei Ex Argentina ausgestellt. Das war das Projekt, von dem ich sprach, was, was im Museum Ludwig dann von Alice Kreischer und Andrea Siegmann auch kuratiert wurde. Und sie hatten dann die Möglichkeit, nochmal dieses sehr viel größere Projekt, auch, an dem auch wieder Eduardo Molinari beteiligt war, im Haus der Kulturen der Welt zu realisieren. Was mir gut daran gefallen hat, dass es auch so über Ländergrenzen ging. Also genau. Nicht mehr, wir beschäftigen uns jetzt mit Chile oder mit, das ist eine Schublade, die dir oft herangetragen wird, die aber so überhaupt nicht passt und immer zu eng ist. Mhm. Ja. Und das Projekt schafft ja auch Sprünge, nicht nur, also sozusagen, also es ist einfach ein globaler Blick von, also wo ist der Kern, also im Potosí und dann geht man aber nach Russland und nach Spanien, auch mit den Verschwundenen in Spanien, und es gibt einfach so viele interessante Positionen, auch hier und das. Das sind aber historische Verbindungen, die natürlich immer bestanden haben. Genau. Und auch bei dem auch bei unserem Argentinien-Projekt in der NGWK war es natürlich verblüffend, wie viele Überschneidungen es auch von verschiedenen Thematiken sich einfach angeboten haben und da waren. Wir haben die nicht konstruiert. Mhm. Und das entspricht, glaube ich, der Wirklichkeit viel eher als jetzt irgendeinem kuratorischen Gedanken. Denn das bietet sich an und man muss es nur sehen. Mhm. Ja, also wir haben auch uns versucht, weil wir ja, also wir sind alle geboren in Diktaturzeiten, also wir teilen die Arbeitsgruppe sozusagen oder irgendwie Kinder der Diktatur sozusagen und haben die jetzt nicht als Erwachsene miterlebt, sondern vielleicht als Kinder oder als Jugendliche. Und wir wollten uns ein bisschen von diesen Vorbildern oder die künstlerischen Vorbilder der 70er, 80er so ein bisschen trennen und einfach so ein paar jüngere Positionen. Und trotzdem kommt man immer wieder auf die gleichen Themen. Es ist interessant, wie einfach diese ganzen Sachen, also dass wir, also Galeano, das Buch wird in 2 Wochen hier auch nochmal besprochen, 50 Jahre Galeano, und das Buch ist einfach so aktuell noch. Und diese Themen sind einfach alle verbunden. Und letzte Woche auch im Gespräch mit Soltan über Simón Bolívar, diese mythologischen Figuren, die immer wieder auftauchen. 200, 300 Jahre später haben sie immer noch eine politische, gesellschaftliche Wirkung. Und man kann sich nicht so stark abgrenzen, weil die Sachen dann doch verbunden sind, wie du schon sagtest. Ja, ich denke, man kann sie auch, man kann die Geschichte nicht ignorieren, selbst wenn man sich davon freimachen will. Und ich fand es jetzt auch interessant im Zuge der Performancen von Las Tesis, auch diese feministische Selbstermächtigung, die ja nicht nur in Chile zu beobachten ist, sondern auch in Argentinien und in anderen Lateinamerikanern, dass sie selbst auch mit solchen Ikonen, linken Ikonen, wie es der Unidad Popular und Salvador Allende ins Gericht gehen. Und ich finde, was anderes bleibt überhaupt nicht übrig. Ja. Also es hilft nichts, da irgendwelche die Helden weiter Helden, es geht einfach nur darum, ums Wissen, man muss es sich auseinandersetzen. Mhm. Ja, interessant, ich bin auf das Buch von Las Tesis auch eigentlich nur durch deinen Artikel in der Taz gekommen und habe ihn sofort dann für unseren Kiosk dann bestellt. Ich wusste gar nicht, dass er auf Deutsch erschienen ist.
Ja, ich vermute, dass es wahrscheinlich nicht sehr viele Leserinnen finden wird. Das ist schade. Oh, weil ich glaube schon. Okay. Also ich kenne zumindest so in so einem queeren, feministischen, denke ich schon, dass er, also es ist auch ein sehr schönes Objekt als Buch und ich glaube, das findet schon jede Leser. Ja, und Sie schaffen das, es ist ein ganz schmales Bändchen, was mir gut gefallen hat, dass Sie obwohl Sie aus einer lokalen Perspektive sprechen und also Ihre eigenen Alltagserfahrungen auch als Ausgangspunkt für Ihre Militanz oder Ihr Engagement nehmen, haben Sie trotzdem eine ganz genaue Vorstellung auch von den Lebensverhältnissen von Frauen in anderen Ländern auch und schaffen es da auch eine Allgemeingültigkeit auch zu formulieren und das ist auch, was in Argentinien stattgefunden hat, der Sieg gegen das Recht auf Abtreibung, das war natürlich auch, das sind auch so historische Momente, die auch eine Strahlkraft über das Land, über die Ländergrenzen, auch den Kontinent hinaus haben. Mhm. Ja, das stimmt. Und ich glaube natürlich auch, dass solche Formen auch des Protestes nicht möglich gewesen wären, ohne die historischen Erfahrungen auch von den Müttern der Plaza de Mayo oder anderen Protestformen, die natürlich erprobt wurden in diesen letzten Jahrzehnten in Argentinien und in anderen lateinamerikanischen Ländern. Also. Ja, das stimmt. Ja. Und trotzdem auch, ich finde, man muss überhaupt kein Spezialwissen, man braucht auch keinen biografischen irgendwie Hintergrund, um auch eure Ausstellung genießen zu können oder auch daraus was zu beziehen. Das ist kein Fachthema. Mhm. Und das wäre eine völlig falsche Schublade, denke ich. Ja, aber ich nehme das sehr als Kompliment. Vielen Dank, dass du es sagst. Das ist gut. Das wollen wir auch, dass es einfach mehr oder weniger verständlich für alle ist, wenn man hier reinkommt. Was findet man hier? Und, ja, und gerade wenn, dieses Ausloten der Kunst, keine Künstlerin und kein Künstler möchte sich vereinnahmen lassen von der politischen. Aber trotzdem hat man natürlich führt man eine Auseinandersetzung, man ist ja Teil der Gesellschaft. Mhm. Und da dann auch eine adäquate Sprache zu finden, eine ästhetische und auch eine inhaltliche, das finde ich schon sehr spannend. Mhm. Und ihr habt ja auch eine große Vielfalt hier zusammengetragen. Ja, das war uns auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, das zu schaffen. Und mit dem Budget, den wir hatten, wäre es natürlich unmöglich gewesen, 25 KünstlerInnen einreisen zu lassen und deswegen haben wir uns einfach für andere Formen vom Arbeiten entschieden, weil wir einfach so viele Stimmen wie möglich haben wollten, also viele diasporische Stimmen, die hier in Berlin oder in der Nähe ansässig sind und aber auch gucken, wie können wir so viele Positionen haben wie möglich. Und heutzutage ist das ja einfach sehr einfach. Also man klickt auf Send und schon hat man irgendwie Videoarbeiten und alles Mögliche. Und das war in Pandemiezeiten und unser Wunsch war auch zu sagen, okay, wir wollen so wenig wie möglich Flüge und Transporte erzeugen und lassen lieber alles hier produzieren oder adaptieren. Und das war toll, dass sich die KünstlerInnen darauf auch eingelassen haben. Also, dass sie einfach das Thema so wichtig fanden, dass sie viel mehr Interesse hatten, dabei zu sein und nicht hinterfragen, warum wir keine Flüge und keine irgendwie Übernachtungskosten übernehmen, sondern dass sie das einfach total mitgemacht haben. Das war natürlich, als wir die Projekte gemacht haben, noch ein viel stärkeres Thema auch. Also im direkten Anschluss an diese Argentinien-Ausstellung oder daraus heraus, auch aus dieser Praxis, auch so unterschiedliche Disziplinen und an verschiedene Diskurse zusammenzubringen, hat sich dann eine Anthologie entwickelt, die ist...
Nein. 2005 erschien Chile International. Genau. Genau, wo wir eben auch aus dieser gedacht haben, es kann nicht sein, dass man so, wir haben so ähnliche oder so, ja, so vertraute Szenen an unterschiedlichen Orten kennengelernt, in Santiago und in Berlin. Warum kann man diese Diskurse nicht zusammenbringen oder auch wirklich einen Austausch? Und das haben wir eben in dieser Anthologie versucht, indem wir Texte und Bildbeiträge, künstlerische Beiträge und kulturelle Essays und politische Texte aus europäischen Kontexten, zum Beispiel von Antonio Negri oder Juliane Rebentisch, aber auch Beiträge über CADA, eine Kunstgruppe aus Santiago zusammengebracht. Ach, es gab Gedichte von Cecilia Pavón aus Argentinien da drin und Dirk von Lozzo. Nee, von Cecilia Pavón übersetzt. Sie hat Dirk von Lozzo von Tokotronic übersetzt. Also das, wir wollten so eine mögliche große Mischung vereinen, um im Grunde genommen mehr zu zeigen, was uns verbindet. Ganz wichtig da drin sind die ersten Übersetzungen von Chronicas von Pedro Lemebel, die erst später dann, ich glaube im Deutschen sind sie nicht übersetzt. In Deutschen gibt es sie nicht? Genau, es gibt nur den Roman von ihm. Genau. Also ich habe Angst. Tengo miedo, Torero. Ich weiß gar nicht, wie das. Es hat so einen ganz anderen Namen, glaube ich. Träume aus Plüsch. Genau, Träume aus Plüsch. Genau, Lemebel war ja auch lange auch so eine Randfigur, wahrscheinlich Anfang der 2000er nicht mehr, obwohl er eigentlich auch zu seiner Dissidenz gehörte, weil durch seine Transsexualität und... Er war einfach queer, bevor es den Begriff überhaupt gab. Und hat einfach mit seiner Art oder mit jeder Art alle vor den Kopf gestoßen und hat sich aber überhaupt nicht interessiert, was zu ihm gesagt wurde. Aber für mich war es einfach, also ich habe dieses Buch auch wirklich schon sehr lange, ich glaube, das ist auch das zweite, habe ich mal geliehen und nie wieder zurückbekommen. Das ist schon mein zweites und ein drittes haben wir jetzt hier im Kiosk. Und jetzt, also vor einigen Monaten, als ich stärker anfing, mich hier für die Ausstellung vorzubereiten, habe ich das nochmal gelesen. Und ich fand das total schön, einfach dieses Moment. Also ich hatte Galeria Cima schon von Anfang an, wollte ich Galeria Cima, die also für unser Publikum, wir haben das Video Sentinella von Galeria Cima noch online bis übermorgen. Das ist ein vierminütiges Schnitt von, ich glaube, 19.000 Stunden Material aus der Live-Kamera, die sie seit dem Estallido, also seit dem sozialen Unruhen in Santiago aufgenommen haben an diesem Ort. Plaza de la Dignidad, genau, damals. Oder das muss man vielleicht noch erklären, Plaza de la Dignidad hieß zuvor Plaza Italia und es gibt einen wirklich sehr schönen Text von Pedro Lemebel über diese Plaza Italia, die immer die soziale Grenze in Santiago markiert hat. Das ist, und der Text ist einfach schon... Der Text ist drei Seiten lang, also der ist wunderschön und der ist hier im Kiosk zu lesen. Ich habe den mir noch vom Iberoamerikanischen Institut auf Spanisch, weil ich dachte, okay, so ein schöner Text muss auf Spanisch nochmal irgendwie, also mit dieser Sprache von Lemebel nochmal reicher sein und es war auch sehr schön, auf Spanisch zu lesen. Aber Plaza Italia taucht wunderbarerweise zweimal in eurem Buch und auch dann weiter hinten im Text von Guillermo Cifuentes, eine Aura der Irrealität, Kunst und Existenz in Santiago. Und dazu wollte ich einfach wirklich, es ist ganz, ganz kurz nur. Und es geht hier um eine Galerie, also es geht um die unterschiedliche wichtige Orte für zeitgenössische Kunst damals. Und zu Plaza Italia wollte ich einfach nur ganz kurz was vorlesen. Hier steht, Santiago ist traditionellerweise in Osten und Westen, in geografisch bezogen auf die Anden, oben und unten geteilt. Man spricht von den Dingen, die oberhalb der Plaza Italia, einem Platz im Zentrum Santiagos, geschehen und von denen, die unterhalb dieses Knotenpunkts stattfinden. Der Plaza Italia fungiert hierbei als ein Ort, der weniger streng topografisch gemeint ist, sondern vielmehr das Leben der sozialen Klassen betrifft.
Und das trifft es auch so ziemlich gut auf den Punkt, aber der Text von Lemuel ist natürlich nochmal so sehr bunt, sehr, also es ist wirklich wunderbar. Und aber hier zeigen sich auch einfach, also in diesem Buch, also du hast ja, wir haben vorhin auch gesprochen, dass ihr euch auch über so periphere und subkulturelle Themen in Santiago oder damit auseinandergesetzt habt, die alle zusammenzubringen. Und wie plötzlich diese Themen jetzt die sind, die ganz wichtig sind, die immer wenig Beachtung hatten und jetzt plötzlich. Ja, und auch nach dieser Arbeit der Recherche für die Anthologie Chile International, damals, das war natürlich auch der Titel, war natürlich auch zu markieren, Chile liegt hinter den Anden, aber es ist trotzdem irgendwie Teil einer Szene auch, die über Grenzen sich auch miteinander verbindet. Und weil wir auch bemerkt haben, wie stark sich diese Auseinandersetzungen oder diese kulturellen Kämpfe in der Stadt und in der Land oder dem Stadtplan dieser Stadt auch abbilden und in Stadtvierteln und Abgrenzungen deutlich werden über Zugehörigkeit zu verschiedenen Vierteln, hat sich fast wie von selber daraus eine zweite Ausstellung ergeben, die dann Museo de Santiago, Museo Santiago hieß, Museo die wir Santiago. Im Kunstraum Bethanien gezeigt haben. Mhm. Wenn ich mir jetzt das ist eine Abbildung von der Galleria Metropolitana in der Peripherie von Santiago. Das sind für mich ganz wichtige Kooperationspartner und Freunde geworden auch. Wenn ich mir das anschaue, denke ich, diese Stadt, so wie wir sie damals wahrgenommen haben, gibt es gar nicht mehr und bedürfte eines ganz dringendes Updates. Wie Santiago sich verändert hat, also durch die Erweiterung von der Metro und so weiter. Also genau. Galleria Metropolitana war wirklich Peripherie 98, als sie anfingen. Und es ist Wahnsinn, dass sie jetzt 23 Jahre später so, ich glaube, die würden ganz böse auf mich sein, wenn ich sage, die sind eine Institution, weil die das. Aber die sind einfach so verankert in das Machen und wie sie das machen. Und die haben das einfach jetzt 23 Jahre lang überlebt. Und das ist einfach unglaublich. Also es ist wirklich ein Schuppen, was am privaten Haus angegliedert ist. Und das ist die Galerie. Und sie haben schon sehr früh angefangen, ein nicht-künstlerisches Publikum in, also das Viertel, wo sie wohnen, ein traditionelles Arbeiterviertel, einfach mit einzubeziehen in die Galerie und in den Geschehnissen. Ja, und auch ihre eigenen Maßstäbe gegen die gängigen zu setzen. Das ist auch ein wichtiger, widerständiger Moment gewesen in dem, was sie gemacht haben. Und nicht wegzudenken. Es gibt auch so, obwohl natürlich die Städte ihre eigene Geschichte haben. Es gibt natürlich da drin auch Parallelen vielleicht zu Berlin, weil natürlich auch Berlin nicht mehr wieder zu erkennen ist, wenn jemand vor 20 Jahren oder 15 Jahren da war. Und dieses Staunen darüber, wie stark sich die Ränder der Städte oder die Freiflächen auf einmal in verdichtete zentrale Orte verwandelt haben, das erleben wir hier natürlich auch. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, es gibt hier diese Abbildung von der Publikation. Hier gibt es ein paar Abbildungen von der Ausstellung. War Galleria Metropolitana quasi als Gast in der Ausstellung oder wie hat das denn? Sie waren Teil der Ausstellung, also als Projektraum auch. Und diese beiden Abbildungen, die habe ich jetzt auch ausgewählt, weil sie auch zwei unterschiedliche Künstlergenerationen repräsentieren auf der linken Seite und aber darin auch Überschneidungen. Auf der linken Seite sieht man eine Arbeit von Lotti Rosenfeld, auch emblematische Künstlerin, vor kurzem verstorben,
Dokumenta-Teilnehmerin, die damals über einen DAAD-Aufenthalt eine Arbeit am Checkpoint Charlie an der damaligen Grenze noch gemacht hat. Die Arbeit, die historisch haben wir da gezeigt. Und auf der rechten Seite, das ist eine sehr schöne, wie heißt Pista Central, das ist eine nachgebaute Tanzfläche, die erstmals fand das in der Galleria Metropolitana statt. Es ist referiert auf die Zeit noch die Spätphase der Diktatur, in der es eine Ausgangssperre gab und gleichzeitig aber auch natürlich total auch Informationssperre gab und trotzdem in dieser Kommune von Pedro Aguirre Serra, wo sich Metropolitana befindet, gab es diese Funk-Diskotheken, die so clandestin stattfanden. Aha. Und das war, also diese gelebte Subkultur war aber auch eine widerständige Kultur, also auf ihre Art. Und das ist, und die haben wir dann nochmal in Betanien aufgebaut. Das eben hatte ich schon gesagt, ne? Enrique Ramirez und Guillermo Cifuentes. Genau. Ich glaube, das war auch das letzte Bild von der Ausstellung. Und so hat sich, das sind jetzt ja nur wenige Ausschnitte, aber hat sich aus der ursprünglichen Argentinien-Ausstellung hier auch für uns erstmal über Jahre so eine Praxis entwickelt, wie man erstmal zusammenarbeitet mit anderen künstlerischen Szenen und auch unterschiedliche Formate, also auch Theorie und Literatur und bildende Kunst zusammenbringt. Ja, mit, dass man nicht nur so mit die subkulturellen Kontexten und diese Selbstermächtigung da drin, sich auch die herauszunehmen, darüber sprechen zu können, das zu bewahren. Und nicht auf Vollständigkeit und auch nicht auf Exaktheit vielleicht zu setzen. Ist ja auch unmöglich, glaube ich. Oder dieser Anspruch kann man ja auch nicht haben, glaube ich. Also man, ja, also. Insofern bin ich sehr froh, dass es weitergeht hier mit dem Museo de la Democracia. Und ich bin sehr gespannt, wie es in Chile weitergeht mit dem Referendum. Und Ja, und überall in Lateinamerika, wie es jetzt weitergeht. Also klar, in Chile mit dem Referendum jetzt erstmal, das, was jetzt auch pandemiebedingt mal wieder verschoben worden ist, also die Wahlen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Für mich ist es sehr komisch, dass dieses Moment stattfindet und nicht da bin. Das ist was ganz, also ich bin schon sehr lange hier und trotzdem ist es so, dass man das Gefühl hat, okay, und jetzt passiert endlich was. Und man ist so weit weg und so. Aber wie spricht man auch darüber, auch über dieses Nicht-Dabei-Sein-Können? So ist aber auch von der Gruppe so ein Anliegen. Also ich, ja, man ist nicht dabei, aber man ist natürlich ständig auch dabei, weil man, also um nochmal die Unterschiede auch jetzt zwischen 2003 und heute zu betonen, wenn was passiert, ist man trotzdem sofort informiert und nicht nur über die offiziellen Kanäle. Das birgt auch das stimmt. Gefahren, aber es ist auch, es schafft auch Nähe. Also, ja. Das genau, also man kriegt auf jeden Fall ein viel deutlicheres Bild, also alleine zum Beispiel durch was Galeria Sima macht, dass man einfach 24 Stunden auf Plaza Unidad schauen kann und gucken, was ist denn jetzt heute Freitag wieder da los, ist überhaupt was los oder nicht, oder ist die Statue jetzt endlich entfernt worden, oder also dass man einfach bestimmte Sachen auch wirklich live und mit den eigenen Augen in Echtzeit folgen kann und man kriegt einfach unglaublich viel Material zu sehen. Ja, und ich glaube, dass dieses Phänomen, das unterschätzen auch die etablierten Parteien oder die Regierung, wie groß die Macht der Mobilisierung darüber auch ist. Also das zeigt jetzt auch das Beispiel mit Kolumbien, dass es sofort auch zum Thema wird und man muss nicht um Erlaubnis bitten. Genau, ja, das stimmt. Ja, ja. Einer von den Stichworten, die mich beim Durchblättern von Chile International nochmal ins Auge gesprungen ist, ist ein Wunsch nach, also von gesellschaftlichen Minderheiten nach
nach Teilhabe. Also es geht, dass es nicht darum geht, irgendwie zu bestimmen, sondern überhaupt ein Teil davon sein zu dürfen. Und das ist einfach, das hat mir einfach so wehgetan, also das zu lesen, weil es ist so, also es spricht so deutlich, wie diese chilenische Gesellschaft eigentlich ist und wie viele Sachen noch überwunden werden müssen, wie diese krasse Spaltung, der unglaubliche Klassismus und auch noch ein Problem mit Rassismus, da sind die echt noch kein Stück weit, auch mit den ganzen Einwanderungsbewegungen in den letzten, ich würde sagen, Anfang der 2000er ging es los mit einer starken peruanischen Einwanderung und wie die eigenen Nachbarn einfach so beschimpft werden und so, als es ist unglaublich, was da noch zu tun ist und wie, also. Aber auch Chile ist keine Insel und auch die Gesellschaft dort ist Einflüssen außerhalb ausgesetzt und das kann man auch als Hoffnung verstehen. Total, klar. Ich fand es sehr beeindruckend, als es mit dem Estallido losging in Chile, dass vor Ort mir Freunde gesagt haben, also das war ja der Spruch, dass Chile wacht auf, dass man es selber nicht glauben konnte, dass man noch mal sich jemals irgendein Zweifel an dem bestehenden neoliberalen Modell in Chile regen würde. Mhm. Und das macht Hoffnung, auf jeden Fall, ja. Und das ist trotzdem ja kein Thema, was jetzt nur Chile betrifft. Das ist, genau. So Wahlen finden ja überall statt. Ja. Also nicht überall, aber. Aber fast, ja. Ja. Ja, sehr schön, dass du bei uns warst. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Willst du noch was sagen, erzählen? Habe ich was vergessen, worüber wir vielleicht noch mal kurz eingehen könnten, was dir noch am Herzen liegt? Jetzt hatte ich mich so beeilt, so hier alles loszuwerden, aber ich würde vielleicht lieber noch eine Frage stellen wollen, und zwar die Arbeiten zeigen ja Kontexte aus Kolumbien, Brasilien, Chile. Mhm. Ich vergesse sicher welche. War das jetzt für euch auch Neuland? Oder gibt es überhaupt dieses Wir? Wir als Gruppe meinst du? Wir oder? Als lateinamerikanische Künstler oder Kulturschaffende? Ja, ich glaube, das gibt es. Also mir ist das ja immer mehr klarer geworden, je länger ich außerhalb von Lateinamerika lebe, obwohl ich zum Beispiel noch nie in Kolumbien war oder noch nie in Venezuela oder so. Aber es gibt einfach eine unglaublich starke Verbindung. Es gibt einfach etwas, was uns verbindet, was ich weiß nicht, ob es in Europa sowas Ähnliches gibt, weil die kulturellen Unterschiede, klar, es gibt dieses europäische Bewusstsein, aber wir sind da schon mal, also fast bis auf die Brasilianer, die aber alle, fast alle sehr gut Spanisch sprechen können, wir sind ja schon mal durch eine Sprache verbunden und durch fast nur eine Kolonialmacht oder so eine Kolonialgeschichte. Also und es gibt schon sehr starke Verbindungen. Also mein erstes Zuhause in Deutschland war auch bei Kolumbianern und Leute aus Venezuela, die schon länger hier in Deutschland waren, wo ich mich sofort aufgehoben gefühlt habe. Und ich glaube, es gibt ein Wir, der natürlich dann stark differenziert ist im Einzelnen, aber es gibt auf jeden Fall so einen Moment von so eine starke Gemeinsamkeit. Die Sprache hilft sicher, das mag so sein, aber jetzt auch bei eurer Arbeitsgruppe war das dann sofort klar, dass sich die Gruppe nur aus Lateinamerikanern... Wir sind nicht nur Lateinamerikanerinnen, wir haben eine
Bass ist aus Spanien und hat viel mit Dissidentengruppen aus Lateinamerika gearbeitet, also politisch Geflüchtete, die in Berlin sind, und mit Kuba hat sie viel gearbeitet und hat eine unglaubliche Expertise durch die Zusammenarbeit. Und wir sind nicht nur auf, also wir waren auch nie gedacht, dass wir nur Lateinamerika spezifisch arbeiten wollen. Das hat sich dann immer mehr stärker so ergeben, aber zum Beispiel das Wandgemälde ist auch von Künstlern, von kanadischen Künstlern gemacht. Und Kiyoshi Yamamoto ist ein norwegisch-brasilianisch-japanischer Künstler. Und es gibt sozusagen, also es sind nicht, also es ist nicht nur, also ich glaube, wir gucken auch auf so ein bisschen globaleres oder versuchen das so globaler zu verstehen auch. Genau, ja. Und hat es euch dieses Thema oder euer Projekt durchzubringen, hat euch das Mühe gekostet? Durchzubringen? Bei der NGBK? Nein, also nein. Ich glaube, also erstens, wir hatten Glück. Ich glaube, das Projekt war einfach gut. Es hat einfach sofort Aufmerksamkeit zu sich gezogen. Ich glaube, es war einfach das richtige Thema im richtigen Moment. Und wir haben, ich glaube, durch eine Stimme quasi waren wir eine der vier Projekte, die auf jeden Fall in das Programm. Und wir hatten auch zum ersten Mal waren wir Teil der Online, des Online-Wahlverfahrens, so dass man, es gab nicht diese klassische HV, wo man 8 Stunden oder 10 Stunden im Raum sitzt und die Projekte ausdiskutiert. Das gab es bei uns nicht. Es war wirklich eine anonyme Wahl ohne Diskussionsrunden. Genau. Also es gab zwischendurch so Online-Diskussionsforen, aber das, also es hatte nichts mit so einer HV zu tun. Ja. Ja, also genau. Dann kann das deswegen. Es kann sein, dass wir deswegen auch Glück hatten, dass wir. Ja. Ja, die Aktualität hat sicher geholfen. Genau. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das passiert ja auch nicht so oft, dass die Bilder aus Santiago dann in den Tagesthemen oder in. Das hatte dann doch eine ziemliche Bildmacht auch, ja, zu sehen, ja, wie viele Menschen sich dort versammelt haben. Ja. Ja, ich war erschrocken, wie schnell das dann wieder aus den europäischen Medien verschwunden ist. Also, weil es so ein bisschen oder immer wieder. Also, aber ich merke, dass es jetzt immer wieder so ein Thema ist. Neulich war auch ein spannender Artikel im Spiegel über das Klassismusproblem in Chile und wie die Eliten einfach überhaupt keine Ahnung haben von der Realität, die es im Land gibt und denken quasi Mittelklasse, die haben ein Haus und noch ein Haus am Strand und 2 Autos, das ist die chilenische Mittelklasse für die chilenische Elite und einfach keine Ahnung haben, warum sich die Leute so aufregen. Und das ist tatsächlich Forscher, also chilenisch-deutsche Forscher hier an deutschen Universitäten gibt, die das, die quasi eine langjährige Forschung dazu machen. Wie nehmen die Leute tatsächlich in Chile die Gesellschaft wahr? Ja, es gab ja schon vor ein paar Jahren, gab es ja auch schon mal ziemlich massive Proteste von Studenten, die gegen diese wahnsinnige Verschuldung durch Bildung protestiert haben, die dann aber wieder abgeebbt sind oder verschwunden sind. Und das ist dann ja, oder vielleicht einfach ein paar Jahre später in das, was jetzt passiert, gemündet sind, wo die einfach gemerkt haben, okay, es hat sich jetzt noch nicht genug geändert und wir können auf die Straße gehen. Also wenn also damals Schüler, ich weiß nicht, wann waren die Proteste, 2010, um 2010, 11, 12. Und ich kann mir vorstellen, dass es ungefähr die gleichen sind, die jetzt tatsächlich verschuldet irgendwie oder nach dem Studium oder wie auch immer Ausbildung einfach merken, okay, und das soll das jetzt sein, dass ich einfach verschuldet bin und irgendwie so ein Privatsystem, die meine Rente bezahle und das Gesundheitssystem komplett privatisiert ist und ich irgendwie 50 Stunden die Woche arbeiten muss für einen Hungerlohn, dann ist es wahrscheinlich diese Generation, die jetzt nochmal einfach auf die Straße geht, denke ich. Ja, und ich erinnere mich, dass also Luis Alarcón von Galería Metropolitana auch gesagt hat,
dass sie es nicht glauben konnten, dass diese Generation, die sie selber für so unpolitisch und so in den sozialen Medien verloren dafür gehalten haben, dass ausgerechnet jene das waren, die ganz massiv diese Proteste auch ohne Angst, ohne diese vielleicht auch dieses Trauma der Diktaturerfahrung vorangetrieben haben. Ja, also meine Generation hat das nicht gestartet, sag ich mal. Genau, also wir haben noch immer noch so diese Bilder. Also ich bin auch mit der militärischen Polizei im Kopf, die überall mit Maschinengewehren steht, aufgewachsen. Und meine Mutter, die mir Horrorgeschichten erzählt, wie Polizeikontrollen an einer schwangeren Frau waren und so Sachen halt. Und klar, man ist halt auch mit diesen Erzählungen und mit diesen Bildern so ein bisschen aufgewachsen. Und dann, ich konnte es einfach nicht glauben, als der erste Tag der Proteste und das Militär rollt auf die Straße und es gibt eine Ausgangssperre, was sich jetzt nach 2 oder 1,5 Jahren der Pandemie sich, okay, Ausgangssperre haben wir auch hier in Berlin. Aber es war einfach Ende 2018 unvorstellbar, dass sowas wieder passieren kann. So, meine Schwester sagte zu mir, wenn du mir vor 2 Tagen gefragt hättest, glaubst du, dass in 2 Tagen das Militär auf die Straße rollt und es eine Ausgangssperre gibt, hätte ich dich ausgelacht. Es war schon, also schon ziemlich beeindruckend, fand ich auch. Also wie schnell diese Repression einfach wieder da war, so ohne Wimper zu zucken. Und wie also diese Kriminalisierung auch vom Protest, also wie schnell das dann einfach auf so einer Kriminalität irgendwie von viel von den Medien, viel von der aktuellen politischen Klasse, also die Regierung, wie das kriminalisiert wird. Ja, davon erzählen auch Lastesis im Buch. Verbrennt deine Angst. Also darum geht es ihnen ja eben auch. Also weder als Frau Angst zu haben, noch überhaupt auch als Jugendliche Angst haben zu müssen und sich zu wehren. Ja. Nichtsdestotrotz waren die Opfer natürlich nicht unerheblich. Ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich die Stunde gefüllt. ich will dann mich erstmal bei dir bedanken. Heute war Eva-Christina Meyer bei uns, die uns über ihre Projekte Chile International, Museo Santiago und Alltag unvergessen, Argentinien 1976-2003, was hier in der NGBK stattgefunden hat, erzählt hat. Vielen Dank, das war sehr schön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wir haben nächste Woche, also wir werden jetzt quasi so ziemlich regelmäßig immer mittwochs irgendeine Form von Online-Veranstaltung haben. Entweder nächste Woche haben wir mit Daniela Laura, das ist eine von der Projektgruppe, eine von den quasi Museumsvorstand und Teil der Projektgruppe. Und sie wird einen Workshop machen zu Aktivismus, Geld und was waren das? Kniebeugen oder sowas, genau. Und es wird relativ lang sein, aber es gibt auch Beiträge, also die KünstlerInnen der Ausstellung werden eingeladen, mit in dieses Workshop mal was zu erzählen und das wird auch von hier live gestreamt. Ich glaube, das wird ganz interessant. In 2 Wochen haben wir die Künstlerin Julia Mensch, die mit Bass, auch Teil der Projektgruppe, Bass Pérez Ponce Bustamante, über Eduardo Galeano, auch jetzt 50 Jahre nach der Erscheinung des Buches, scheint es ganz wichtig, quasi dieses visionäre, futuristische Buch noch einmal in die Hand zu nehmen und also für uns Lateinamerikaner quasi die Bibel des Protests und sehe hier einigermaßen unbekannt, hatte ich das Gefühl. Nein? Nein, ich habe das zur Konfirmation mit 14 Jahren geschenkt bekommen. Okay. Das ist hier auch ein Klassiker. Und sonst haben wir noch ganz viel Programm. Da wir im Moment die Ausstellung geschlossen haben, sind sehr viele Teile immer wieder auf unserer Projektwebseite zu sehen, museodelademocracia.net. Man wird auch relativ schnell über die NGBK-Webseite verlinkt und im Moment machen wir immer wieder, dass wir die Videoarbeiten, die gerade nicht besucht werden dürfen, dort zu sehen sind. Und wir zeigen auch Teile der Ausstellung und
geteilt in unterschiedliche Kapiteln. Dann kann man auch vertieft Informationen zu den einzelnen Positionen lesen. Und genau, unser Programm ist auch einfach immer wieder, wird immer wieder aktualisiert, verändert sich ständig aufgrund der Maßnahmen, aber wir freuen uns, wenn ihr nochmal vorbeischaut, in welcher Form auch immer. Und wir hoffen, dass die Inzidenzzahlen weiter runtergehen und wir in circa 2 Wochen wieder öffnen dürfen. Super, vielen Dank. Danke, Arthur.